Ja, nach 3 Bundesliga-Niederlagen in Folge kommt die nächste harte Nuss auf die Lilien zu. Es geht nach Schalke. Auch das wird keine einfache Kiste, zumal hier von einer kleinen Krise gesprochen wird, von der der Trainer allerdings überhaupt nichts wissen will. Die Stimmung in der Mannschaft sei weiterhin gut, alles in Ordnung, es müsste nun mal wieder gepunktet werden, auch wenn es Ingolstädter 0:1 natürlich immer noch schwer wiegt. Er muss umstellen, der Trainer, da Höhn eine schwere Verletzung hat. Wie lange er ausfällt mit seinem Mittelfußbruch, ist noch offen, aber er muss umstellen. Naheliegend wäre eigentlich Jungwirth auf die rechte Verteidigerposition zu ziehen. Das wird er aber wohl nicht tun, weil er an ihm im Mittelfeld absolut festhält, sodass Niemeyer wohl erneut keine Chance erhält. Gut möglich sogar, dass Fedecky, der zuletzt nicht mal mehr im Kader stand, wieder auf diese Position zurückkehrt. Eine gewagte Sache, weil er in den wenigen Spielen, die er hier gespielt hat, nicht überzeugen konnte.